Wo liegen die Unterschiede der neuen NX Bold Snaps von XDeep? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support. Heute im Video, wo die Unterschiede bzw. Vorteile der relativ neuen NX Bold Snaps von XDeep liegen. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, dass sich die Bauform deutlich unterscheidet von klassischen Bold Snaps, wie sie hier liegen. Aber jeder Karabiner wurde dazu entwickelt, ideal für die Bedürfnisse der Taucher da zu sein und nicht als Standardkarabiner, wie wir sie klassischerweise verwenden, zu funktionieren, der viele andere Funktionen auch bewerkstelligen muss. Nein, diese Karabiner wurden eigens für die Tauchszene entwickelt und haben viele Vorteile, die nun folgen. Beginnen wir mit dem oberen Teil, der bei allen Karabinern identisch ist. Egal, ob ihr den ganz kleinen verwendet oder den großen oder auch den Doppelender. Der obere Teil ist bei allen Karabinern identisch. Die Vorteile hier sind zum einen dieser relativ große Verschluss, also dieses relativ große Teil, mit dem ihr hier mit dem Finger den Bold Snap bedienen könnt. Wenn wir uns hier einen klassischen Bold Snap anschauen, dann ist das hier auch schon die bessere Variante, die hier eben so einen leichten Aussteller hat, ist aber nicht ganz so lang wie beim XDeep. Und wenn ihr einen ganz klassischen Bold Snap verwendet, der hier nur diesen runden hat, dann seht ihr, dass es hier eher abrutscht, während dieser Karabiner, wenn ihr mit dem Finger drüber geht, reagiert. Dann hat man hier oben noch die Öffnung des Bold Snaps deutlich größer gemacht. Wenn wir das hier mal mit einem klassischen vergleichen, seht ihr, dass hier ein deutlicher Unterschied zwischen den Öffnungen ist. Und somit tut ihr euch natürlich gerade an etwas speziellen Situationen wie hier oben oder auch auf der Seite, wenn ihr den Finimeter wegklicken wollt, wesentlich leichter, wenn ihr hier mehr Platz habt, um in euren D-Ring einzufädeln. Ein weiterer Punkt ist die Bauart hier oben. Hier sind wir sehr dünn und gleichmäßig, auch wieder hier verglichen mit einem anderen Bold Snap, der hier hinten relativ dick ist. Hier haben wir eine sehr gleichmäßige, dünne Variante. Und dann hier unten die Besonderheit, dass der obere Teil hier gerade abschneidet, während hier die klassischen wieder rund kommen, sodass man hier nicht so schön mit dem Finger gegenhalten kann. Also ihr könnt hier, wenn ihr euren Bold Snap verwenden wollt, einhändig verwendet, dann sichert ihr ihn auf dieser Seite mit dem Finger und hier unten mit dem Daumen könnt ihr das Ganze bedienen. Das funktioniert auch andersrum letztendlich, wenn man hier unten halten möchte und hier oben ziehen. Ich denke aber, die klassische Variante ist es schon, den Bold Snap irgendwie in der Hand zu halten und dann hier oben mit dem Daumen zu bedienen. Und das geht natürlich durch diese eckige Variante deutlich besser, wie wir das hier mit dieser runden Version haben, wo der Finger schon gerne einmal abrutscht, gerade wenn man auch noch dicke Handschuhe dazu trägt. Das also der obere Teil, bei allen Varianten gleich, beim kleinen genauso wie auch beim Doppelender. Und beim Doppelender, der ja auch an einer klassischen Spool verwendet wird, hat diese Bauform, diese gleichmäßige runde Bauform hier eigentlich den größten Vorteil. Bei den Karabinern ist es nicht ganz so entscheidend, aber hier beim Doppelender, wenn ihr ihn mit einer Spool versucht. Normalerweise wird der Doppelender dazu verwendet, die Spool hier zu sichern während dem Tauchgang, aber auch wenn ihr sie benutzen wollt. Wenn da auf der Spool sehr viel Leine ist, ist es relativ schwierig hier seinen Bold Snap durchzukriegen. Die Leine blockiert das Ganze. Hier ist etwas mehr jetzt drauf. Man tut sich schwer, hier durchzukommen. Wenn ihr jetzt aber diese dünne, gleichmäßige Bauform nehmt, kommt ihr hier ganz leicht durch. Also gerade wenn Spools schon ein paar Mal verwendet worden sind, vom Wasser etwas aufquillen und die Wicklung nicht mehr ganz so ist, wie wenn es mit der Maschine aus dem Werk gewickelt ist, ist meistens sehr viel Leine auf der Spool,
Man kann sie natürlich kürzen, aber mit diesem neuen Bold Snap kommt ihr selbst bei sehr eng, hier oben seht ihr vielleicht, also hier sieht man schon gar nicht mehr, dass das Loch überhaupt da ist. Mit ein bisschen Drücken kommt ihr mit dem deutlich leichter durch, wie wenn ihr mit einem klassischen hier arbeitet, wo ihr hier wirklich mit Kraft dann das Ganze, und jetzt zieht es mir hier unten noch ein bisschen Leine mit durch, also der ist deutlich dicker und nicht so gut für die Verwendung mit einer Spool geeignet. Hier spielt diese Rundung eine große Rolle. Als nächstes lasst uns unten weitermachen. Den oberen Teil haben wir geklärt, auch die Besonderheit, was den Doppelender angeht. Bei dem kleinen Bowl Snap sieht man hier ganz deutlich, dass wirklich das Auge unten so klein wie möglich gehalten wurde, sodass hier nichts übersteht und ihr hier wirklich nur so viel Platz habt, wie ihr auch benötigt, um letztendlich eine Caveline durchzufädeln, um dann eure Ausrüstung damit zu sichern. Oder auch, wenn ihr hier euren Lungenautomaten mit einem D-Ring versehen wollt, damit ihr ihn wegklicken könnt. Ist ja ideal, weil er auch sehr leicht ist durch die Bauform, durch ein paar Einsparungen und auch durch das Material, das hier verwendet wurde, ist er so leicht, dass er schon einen Unterschied zum klassischen Bold Snap spürt. Also, wie gesagt, der kleine ideal, um Dinge wegzuklicken, auch die Backup-Lampe oder eben den Hauptautomaten. Ja, dafür ist der kleine gedacht und gemacht. Es muss hier nicht in irgendeiner Art und Weise durchgegriffen werden. Der große Karabiner ist im oberen Teil auch wieder identisch mit den anderen und der untere Teil ist aber deutlich abweichend zu einem klassischen Bold Snap. Ihr seht hier, dass die Verbindung zum oberen Teil deutlich aus der Mitte genommen worden ist und somit entsteht diese ovale Bauform, was den Sinn ergibt, dass wenn ihr das Ganze ohne Handschuhe taucht, könnt ihr hier bequem zwei Finger durchstecken und ihr habt hier nicht diesen Anschluss, der hier notwendig ist, der euch Platz nimmt. Also insofern deshalb aus der Mitte gerückt, damit ihr hier mehr Platz habt, um eure Finger unterzukriegen. Auf der anderen Seite ist es auch interessant, hier eine gerade Seite zu haben. Damit könnt ihr den Bold Snap wieder viel besser stabilisieren, weil ihr hier eine gerade Fläche habt, um den Bold Snap zu halten. Das funktioniert natürlich auch mit Handschuhen. Da wird dann in der Regel nur ein Finger durchgesteckt, weil einfach das Volumen dann größer ist. Aber auch hier macht es Sinn, deutlich mehr Platz zu haben, eben diesen, naja, das sind schon wieder 2-3 mm, einfach noch mitzunehmen und hier nicht darauf zu verzichten, so wie es hier bei einem klassischen Bold Snap ist. Das Material des NX Bold Snaps ist natürlich Edelstahl, absolut seewasserbeständig, so wie man es halt eben im Tauchen auch benötigt. Wie gesagt, diese Bold Snaps sind dazu entwickelt worden, um im Tauchbereich eingesetzt zu werden, optimiert für die Taucherei. Natürlich findet ihr die Bold Snaps auch bei uns im Online-Shop. Einen Link zu den jeweiligen Größen haben wir euch unten in der Infobox eingebaut. Das war es dann letztendlich auch schon zu diesem wirklich tollen neuen Bold Snaps, den man nur empfehlen kann, eure Ausrüstung umzustellen. Es macht wirklich Sinn, ihr tut euch damit wesentlich leichter und sei es nur bei der Variante mit der Spool. Hier ist es wirklich ein deutlicher Unterschied, aber auch wenn ihr Stage Handling betreibt, tut ihr euch einfach mit diesen Geschichten, also gerade dieser Finger, der hier oben klemmt und dann die große Öffnung, das macht das Ganze einfach viel leichter. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch von euch und auch über jeden neuen Abonnenten, den wir sofort informieren können, wenn wir ein neues Video rausbringen. Am besten schaltet ihr noch die Glocke ein, dann verpasst ihr kein neues Video und werdet sofort informiert, wenn wir eines hochladen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.